Herzlich willkommen zurück zu Engineers mit dem Boro bei. Hallo, gerade gegelt, sorry. Hallo, Nefias. Hallo. Wollte ich natürlich sagen. Sulfur, wird das nochmal wichtig, oder? Weiß ich nicht. Kann ich so nicht das sagen. Interessant. Okay. Ja, kein Enderman gefunden, ne? Nee. Aber ein Lavaloch und der Tank ist voll, das ist schön. So. Und dann soll das jetzt, okay, der wird jetzt auch. Er backt jetzt rum und macht unendlich Energie zumindest. Das ist schon mal gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine sehr, sehr gute Idee. Oh Gott. Können wir die Energie auch in den Keller kriegen? Klar. Warum? Was? Pilze? Klar. Muss ich einfach nur hier das Ding anzapfen, oder was? Den hier, ja. Ja. Nicht die falsche Axt nehmen. Das Wasser. Ja, Hauptsache das Licht unten nach unten, dann kann ich das selber finden. Das Wasser? Mhm. Okay, warte. Dann hab ich den Keller wahrscheinlich eine Linie zu wenig gemacht. Ja, hasse. Ich kann's mich auch ab. Pumpen, aber es kommt immer wieder neu. Okay. Kannst du mit der Ranch das einmal wegmachen, hier die Duct? Wird mal Klempner im späteren Leben. Dann springen die einfach ins Loch rein, oder was? Ja. Ja, aber... Hey, Goro, war ich hier? Aus diesem Loch kommt Wasser raus. Ja, sprich mal rein. Halten Sie doch mal meine Mütze, dann bin ich gleich drin. Vor allem die Stimme. Ja, Herr Goro, war ich? Da kommt Wasser rein. Ist ja gar kein Problem, du. Hören Sie mal, Schätzchen, das ist doch kein Problem für mich. Hören Sie mal, halten Sie mal kurz die Mütze, ich bin gleich wieder da. Springst du ins Wasserloch rein? Pump. So stell mich das Leben. Kannst du die Maschinen unten hinstellen oder was hast du jetzt vor? Ja, die Ender-IOs. Brauchen wir eh nicht so oft. Okay. Herr Goro, bei! Fand's geil, ne? Ja. Scheiße Dreck! Scheiße Dreck? Scheiße Dreck, kommst du nicht raus hier aus dem Loch? Da jetzt. Dahin. Na, können wir so zumachen. Zack. Oh. Ich hab hier irgendwo mal ne. Achso, ich hab mir jetzt schon gedacht, Wooden Tie? Wo kommt das denn her? Was hast du da reingepackt, ne? Ja. Stone. Normal. Der Sterling-Generator, den brauche ich ja jetzt nicht mehr, ne, oder? Ne, der war für Energie. Den musst du nicht mehr aufstellen. Der ist unnötig. Und wieso funktioniert der Furnace jetzt nicht? Was soll nicht funktionieren? Macht da keine RF? Doch. Warte. Ach nee, oben habe ich das Kabel vergessen. Yep. Jetzt müsste er gehen. Bumm. Nur allerbeste Kram. Yep. Mhm. Lädt sich auch gut auf. Das passt ja. Dann haben wir hier unten jetzt auch Strom aus der Wand. Strom aus der Wand. Ohne Scheiß, wenn du einige Kinder fragst, wo kommt der Strom her? Aus der Steckdose. Ja, klar. Wo sonst? Weiß auch nicht. Das ist falsch hier. Er soll Ender-Ayo-Glas machen. Ja, war doch richtig dann. Ja, er macht Glas. Hä,
Hä, der hat doch vorher mal Ender-Eyo-Glas gemacht. Ja. Er macht Glas. Irgendeiner hat auch irgendwas mit einem. Jetzt macht er Ender-Eyo-Glas. Wir müssen den umstellen in hier. Ach so, in Smelting all auf 3, ne? Auf 3 smelten musst du den einstellen, ne? Dass er alle 3 schmilzt. Ja, nee, dass er nicht alle 3 schmilzt, sonst macht er Glas. Ach so, okay. Naja, dann passt das ja. Okay, so gehen die Dinger, das ist schon mal gut. Weißt du, was es hier gibt? Ich baue mal ein, damit du siehst, was ich meine. Ja, ich guck gleich. Die hab ich in Trust and Betrayal ewig gesucht. Guck mal. Ich komm runter, warte. Komm hoch, meinst du? Nee, ich war oben. Entschuldigung. Okay. Guck mal. Ach, ja, hier. Du bist doof. Ja, aber die gehen nicht auf Dings, glaube ich. Auf quer. Auf quer. Oh, mein Ofen ist aus. Dürfte jetzt wieder an sein. Ja, ja, ist wieder an. Lief auch. War ja Strom drin. Der lädt ja auf, bevor der was macht. Passt auf jeden Fall. Weil hier oben haben wir immer noch nicht. Also die obere Etage ist immer noch nicht safe. Das ist richtig. Wäre geil, wenn die mal irgendwann safe wäre. Außerdem wollte ich nochmal gucken hier. Mal runterfallen hier. Wollte nochmal runterfallen. Natürlich. Das ist natürlich unangenehm. Ich wollte eigentlich mal gucken, was brauchen wir denn für ein. Hier für so ein Rapier. Oh. Rapier brauchen wir. Eigentlich nicht so viel. Eine Rod, eine Binding und ein Blade. Die Frage ist nur, was? Eine Tool Rod? Da steht doch immer, was man dafür braucht, oder steht das im Buch? Das steht im Buch. Und welches von den ganzen Büchern ist das? Das rote. Das rote? Ja. Ich meine, das war das rote. Rapier. Wir brauchen Swordblade, Tool Rod und Crossbar. Das Buch legen wir mal in die Tinkers Kiste, ne? Mhm. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich brauchte. Ich brauche eine. Oder wir machen Longsword, wäre auch geil. Mir egal. Hauptsache, ich habe irgendwas, was mich schützt. Wobei Rapier ist der stärkste, oder? Ist durch. Das ignoriert die Rüstung, ja. Und die Zombies hier haben ja Rüstung an. Ja. Eine Swordblade. Können wir gleich mal gucken, ob wir das haben. Swordblade Pattern. Ein paar Steine für. Ne? Swordblade und was sagt mir noch? Tool Rod, ne? Mhm. Tool Rod und eine Binding. Die Binding sollten wir auch gemacht haben, ne? Ja. Also die Bindings und die Rods müssten wir alle haben. Ja, haben wir auch. Ja gut, dann brauche ich ein Gold. Oh, schade. Door. Aus was machen wir den am besten, den Rapier? Am liebsten eigentlich aus Manjolin, ne? Aber wir haben ja immer noch keinen Stahl. Wo ist denn das? Alumite ist es nicht, ne? Alumite haben wir noch nicht. Manjolin. Wie machen wir Manjolin denn? Ja, aus dem blauen und dem gelben Erz aus der Hölle.
Aber das können wir ja nicht abbauen, bis wir Stahl haben. Oder eine Alumite-Spitzhacke. Kobalt und Atrit, ne? Ja, und Bigardite, genau. Alumite und Alumite war das rosa Zeug und das geht mit Obsidian, Iron und Aluminium. Dann kann man sich das schmelzen, dann haben wir das. Ja, dann lass uns das doch schmelzen. Ja. Bevor wir dann hier die Schwerter bauen. Du brauchst zwei Blöcke Obsidian, zwei Blöcke Eisen auf sechs Blöcke Aluminium, wenn ich das richtig... Nee, doch. So viel Aluminium. 720 Millibuckets, wie viele Eimer sind das? 144 Millibucket war ein Eimer. Hier? Haben wir. Hast du noch einen. Achso. Ein Eimer? Ja, hier ist aber Wasser drin. Ja, ich brauche nur einen hier, den kannst du behalten. Wo konnte ich mir die Lava rausnehmen? Aus dem Lava Fabricator, ne? Nee, da kriegst du keine raus, glaube ich. Oder? Kriegst du raus? Nee. Dann nimm aus dem Endertank. Hast du? Ja, wie viel Obsidian brauchte ich? Zwei Blöcke. Der Tank sollte sich dann wieder auffüllen, oder? Ich hoffe. Werden wir sehen. Zwei Obsidian. Gut, passt. Ich weiß nicht, ist das so gut, wenn ich das hier so absperre? Ja, ist okay. Weiß noch nicht. Ich bin noch nicht zufrieden. Carpenter Door. Oh, da habe ich Gold geschmolzen und dann ist das mit dem Silber zusammengegangen. Jetzt haben wir Elektrum. Oh, Goro. Ja, es ist doch scheiße. Also, irgendwann müssen wir die Glock auch mal ausmachen. Das ist zwar ganz geil, aber die macht halt auch immer ja, nur ja, so. Ja, wenn wir halt nur noch ein Eisen irgendwie reinpacken oder so, ein Metall, dann kann man die anmachen. Tin ist noch drin. Braucht mir Tin? Nö. Dann pumpe ich das jetzt mal ab. Ich hüpfe hier manchmal rum und weiß nicht, was ich tun soll. Und dann fällt mir wieder ein, was ich machen wollte. So. Ist das geil? 9, 18. 18. Was soll's? Carpenter's Hatch, Carpenter's Safe. Cool, ist die Tür nicht geil? Es sieht geil aus, weil du hier Fenster reingemacht hast. Ja, ich weiß nicht, ob ich da nicht noch. Wir müssen mal gucken, ob wir das andere Glas zerschneiden können. Ah, kann ich eben machen. Lol, du kannst aus dem Quite Clear Glas von Ender.io, wenn du das so in die Crafting Bench tust, wieder ein normales Glas machen. Echt? Ja, einfach wieder reinlegen ins Crafting Fenster, dann wird das normales Glas. Das ist cool. Ist irgendwie cool, ja. Dann kannst du nämlich alles zu diesem Quite Glas machen und hast trotzdem ohne Ende Glas. Und wie läuft's? Ja, mach jetzt hier einmal die Dings einmal leer. Und dann wollen wir ja gleich eine Gold reintun für die. Ich weiß aber nicht, wie viel Alumite du mit den zwei Obsidian jetzt da gemacht hast dann, ne? Ich glaube nicht viel. Zwei Obsidian halt. Dann hast vier du Obsidian habe ich dann. Dann hast du drei Eimer Alumite. Was brauchte ich noch für Alumite? Eisen. Wie viel? Und Aluminium. Das gleicht die gleiche Menge wie Obsidian. Und Aluminium, wie viel? Auch die gleiche Menge, oder was? Nee, dreimal so viel. Dreimal so viel. Also wenn ich zwei mitgenommen habe, dann... Sechs.
Ich weiß aber nicht, ob. Ist 144 ist ein Barren, ne? Okay, dann hast du jetzt ohne Ende schon gemacht. Hab ich ohne Ende schon? Da hast du 6 Blöcke Aluminium. Ich habe 6 Blöcke Aluminium, 2 Eisen und 2 Obsidian. Scheiße! Ja, die Glock hat das Obsidian rausgepumpt. Scheiße. Die muss ab. Mach's halt ab. Legen wir die hier rein. Wo ist das Obsidian? Ist schon wieder raus? Ich habe schon wieder raus. Es muss halt nur wieder geschmolzen werden. Das verbraucht halt echt viel Lava. Wir müssen einmal nochmal Lava abholen dann. Ja, ich hole, warte. Ja, hier, nimm den. Ich denke, ich wollte mehrere holen, sonst läufst du tausendmal, oder? Ja, dann mach das so. Ein bisschen doof mit dem. Vielleicht muss ich den Tank ein bisschen nach vorne setzen, damit man von außen pumpen kann, abpumpen kann. So. Ja, du könntest doch den hier. Das sieht. Ne, das sieht scheiße aus, oder? Wenn da so eine Lücke ist vorne, ne? Ja. Wobei, du kannst doch auch, wenn du das Glas hier wegmachst und das Rest. Weiß es nicht. Ich weiß auch noch nicht. Müssen wir mal gucken. Das schmilzt alles. Das Gold ist schon geschmolzen. Ansonsten könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben oder in Goro auch. Weil bei Goro gucke ich auch in die Kommentare. Was für ein Fehler das ist, dass sich der Tank nicht wieder füllt. Was war das? Hä? Hier ging gerade eine Tür auf, ich hab mich erschrocken. War eine Kiste oder was? Nee. Hier in der Wohnung. Achso. Das war bestimmt der Buschemann. Ne? Der Buschemann, ja. AKA-Freundin. Was? AKA-Freundin. AKA-Freundin, ja, ja. Das sind die schlimmsten. Du hast hier Gold noch drin? Ja, reichte nicht für die Form. Ach so. Hatte nur eins geschmolzen, hatte vergessen, dass eins nicht reicht. Aber zwei reichen, oder? Ich weiß aber nicht, du hast da jetzt so zwei Eisenblöcke reingepackt, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das zählt jetzt so. Ich dachte jetzt wirklich an 9 Barren. Müssen wir mehr Eisen reintun? Ich weiß nicht, wie viel Obsidian aus 2 Blöcken kommt. Deswegen. 4. Also es ist 4, 4, 12. Aber wir haben jetzt Molten Iron 546 drin. Ja, dann müsste das eigentlich hinhauen. Gold ist. Hast du unten noch? Hast du noch unten? Ja. Ja, ja. Ich wollte die Schablone habe ich jetzt. Ach, Obsidian braucht so lange zum Schmelzen, das ist so abartig. Ja, ich wollte gerne. Das wollte ich gerne sehen, ob es klappt. Bevor wir die Folge beenden. Weil wenn sich das jetzt nicht vermischt, dann müssen wir halt. Aber es müsste sich nicht vermischen. Wenn es sich nicht ganz vermischt, war von irgendwas zu viel da. Oder zu wenig. Hier Ingots Eisen. Ich glaube nicht, dass es. Ich weiß es nicht. Hat sich vermischt und zwar war zu viel Aluminium. 2 Aluminium-Dings waren zu viel. Also hätten 4. 4, 4, 4 dann. Quasi. Aber nur, ja, genau, aber dann musst du die gleichen Eisenblöcke nehmen wie vorhin. Ja. Ja. Gut. Sondern dann mach ich zwei Blades damit, ne? Nee, das kriegst du aber mit 6 Alumite nicht hin. Ich hab da 2. Achso, du willst den Rest nur die Klinge aus Alumite machen. Ach scheiße, das ist doch falsch. Wir sollen doch. Daraus sollen wir die Spitzhacken machen. Es ist doch. Stimmt! Ah, oh. Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Bis dahin. Oh, es ist doch scheiße. Oh, und ich war so froh. Oh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.